Angela Merkel hat wieder eine starke CSU an ihrer Seite. Der Chef der Bayerischen Schwesterpartei will in Berlin mitreden auf Augenhöhe. Während sich die Kanzlerin in der Bündnisfrage öffentlich nicht festlegt, hat Seehofer bereits erklärt, mit den Grünen könne er wenig anfangen. Und so muss Fraktionschef Kauder soeben mit einem guten Ergebnis wiedergewählt als erstes bremsen. Sprechen wolle die Parteispitze mit SPD und Grünen. Wir warten auf natürlich die notwendigen Entscheidungen bei anderen. Aber es geht schon auch darum, sich darüber klar zu sein, dass wir dem Land eine stabile, eine kräftige Regierung in schwieriger Zeit stellen müssen. Die SPD hält sich zurück. Die Skepsis in der Partei ist aber so groß, dass jetzt ein Mitgliederentscheid diskutiert wird über die Frage, ob sich die SPD an der Regierung beteiligen soll. Aber zumindest haben die Sozialdemokraten ihre Fraktionsspitze neu gewählt. Chef bleibt Frank-Walter Steinmeier. Bei den Grünen geht das nicht so glatt über die Bühne. Die Führungsriege tritt ab nach dem enttäuschenden Wahlergebnis. Eine neue Spitze soll wieder mehr Wähler überzeugen. Das muss eine neue Generation, müssen neue Kräfte tun. Und in diesem Sinne habe ich mich entschieden, nicht erneut zu kandidieren. Politische Karrieren enden. Andere beginnen womöglich. Die vielen neuen Abgeordneten aber müssen sich erst einmal zurechtfinden. Die Fraktionen im Bundestag sortieren sich neu. Doch mit welchem Bündnis Angela Merkel Deutschland künftig regieren wird, das ist noch völlig offen. SPD und Grüne tun sich schwer mit einer Koalition, weil sie angesichts der starken Konservativen um ihr eigenes Profil fürchten.